Hallo und herzlich willkommen zu Reinfected. So, wir machen heute eine Zwischenfolge. Wir starten ein neues Spiel. Kostenfrei? Ganz sicher nicht. Technologien? Ja, bitte aktivieren wir. So, KI? Ich hätte gerne. Gesundheit. Räuber aktivieren natürlich alle 3 Tage. Ja, auf jeden Fall. Tag beginnen ab 10. Super. Wie hätten wir es denn gerne? Oh, ja. So, ich hätte gesagt, also mein Vorschlag. So, wir machen hier Damage 25, Damage 50. So, Fuchs machen wir auf 10, Wolf ebenfalls auf 10. Skorpion lassen wir, wie er ist. So, hier, Hitpoints höher. Das lassen wir alles so, oder? Ja. So, und hier... So. Genau, so machen wir das. Wobei, der Fuchs, Bossmob-Fuchs, das halten wir nie aus, nö. Wir machen den auf 50, reicht für Bossmob. Fuchs so stark wie Bär. So, dafür kommt hier auch ein wenig mehr Fleisch dann raus. So, Skorpion machen auch 2. Weil setzen wir alle mal auf 4 und die Räuber setzen wir auf 5. So. 5. 5. Yeah. So, das ist gut. Wir nehmen die, nehmen wir ein wenig runter. So, dann würde ich sagen. Spawnmenge. Wahnsinn, oder? So, Schwarmhäufigkeit, das passt so. Vembis Gesundheit und Schaden 10. Oder? Könnte man machen. Ist natürlich extrem heftig. So. So würde ich starten. So. Und wir nennen das Ganze No Death Challenge. So, na, ich bin sehr gespannt. So, warum wir das jetzt so starten ist, ihr wählt bitte aus, es ist ja jetzt soweit, jetzt endlich komme ich wieder dazu, dass wir auch mit der Elektrizität, mit den Änderungen rund um Elektrizität spielen, was mich schon ein wenig, nachdem ich es mir angeschaut habe, dazu gebracht hat, zu überlegen, sollten wir nicht eine neue Staffel beginnen? Sagt mir eure Meinung dazu. Wir machen das jetzt mal als dazwischen, die No-Death-Challenge, für den Fall, dass wir sterben. Zuerst mal schauen, wo wir überhaupt sind. Ja, ist ganz gut, gefällt mir ausgezeichnet dieser Spot. So, für den Fall, dass wir sterben, ist natürlich diese Staffel, Staffel ist gut, ist das natürlich zu Ende. So, jetzt haben wir hier gleich mal Steinchen, Stöckchen, yeah. So, wir haben alles ziemlich stark gesetzt. Oh, Krokodile kann man nicht verändern, fällt mir jetzt gerade auf. Oh, na gut, dann ist das so. Super. So, da war auch noch ein Stöckchen. So, dann schauen wir, dass wir gerade in der ersten Folge einiges hinbekommen. Ja, wir spielen Kategorie Horror. So, wenn wir es doppelt so stark, also halten doppelt so viel aus und so weiter. Ich glaube, es wird eine heftige Herausforderung werden. Das glaube ich schon. So. Schauen wir mal. Das wollte ich ja eigentlich schon mit euch gemeinsam in einer anderen Staffel schon wesentlich früher machen. Allerdings kamen dann immer die Updates und ja, da dachte ich immer, ach komm. Da liegt so ein... Naja, egal.
So, wir machen mal platzieren sonstiges. Nö, Werkbänke hier. Der Sägetisch. So, da bauen wir gleich eins, zwei. Machen wir drei. So. Dann haben wir da noch ein paar. So, und hier auch noch ein. So, wunderbar. So, und Boss Mob Fuchs, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie lange wir es durchhalten. Ihr sagt mir bitte, wie ihr es haben wollt. Spielen wir hier weiter auf Horror oder fangen wir einfach eine ganz gemütliche neue Staffel an oder spielen wir in der 6er Staffel einfach weiter. So, jetzt mal hier ein wenig in Frieden vor uns hinspielen. Also in Frieden ist gut, wird natürlich nicht so bleiben. Und ich befürchte, mit den Werten, die wir da hochgesetzt haben, werden wir echt Probleme kriegen. Aha, oh. Wir werden sehen. So, wie lange wir uns da halten können. So, dann würde ich auch gleich sagen, Lager, Fallholz, Stockständer, hier. Super. So, wir machen gleich weiter. Und bauen dann auch ein Fun the Man. Und ein paar Kisten brauchen wir auch. Natürlich gerade am Anfang ein paar Kisten. Ja, damit wir das Zeug, weil wir haben ja den Mini-Rucksack. Und damit wir das Zeug irgendwo reinlegen können, unterbringen können und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Steinchen. Ja, die brauchen wir auch. Steinchen. Steinchen. So, super. So, sind bald voll alle drei. Dann würde ich sagen, sobald die drei voll sind. Was war das? So, voll mit Brettchen. Fangen wir an mit Kistchen. Brettchen, Kistchen. Ah, schön. Und ein Fundament wollen wir dann auch gleich aufstellen. So, hier. Und viel mehr passt dann eh nicht mehr drauf. Ich glaube, wir haben das Maximum dann eh gleich erreicht. So. Ja, einer ging noch. Na gut. Und er hier auch noch. So. Ja, alles voll. Alles voll, super. So, dann holen wir uns da noch ein paar Stöckchen und machen dann auch noch einen Ständer. Ein paar Kistchen. Dann können wir schon ein paar Sachen reinlegen. Ein Fundament zum Draufstellen eines Ofens. So. Ein Steinchen. So, dann machen wir hier gleich mal platzierbar. Yeah. Würde ich sagen, hier. Hier. Wir machen mal so ein 4x4. Genau. So, und dafür machen wir hier auch gleich ein Kistchen, platzierbar Lagerkistchen. Hier. Und machen wir die. So. Wahnsinn. So. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Wobei das Stöckchen behalten wir mal. Nö. Name eingeben. Genau. So wollten wir es haben. So, dann haben wir hier welche. Und würde ich sagen, wir holen uns gleich weitere, bauen die vier Fundamente auf. Fundamente. So. Ja, Stückchen gerne. Brauchen wir sowieso. So. Waren das jetzt drei oder vier pro Fundament? Egal. Berichten wir schon wieder. So, ja, bitte nicht vergessen, schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr so, so weitermachen im Hardcore-Modus mit der No-Death-Challenge oder einfach nur normal im Hardcore-Modus oder wir spielen mit dem alten weiter. Ganz, wie ihr es wollt. So, also ich bin für alles offen.
Ich habe lange überlegt, ob wir das einfach so machen. Ich wähle eine Variante und das ist dann so. So. Sorry. So, das habe ich ganz gern so. So habe ich es gern. Eingeben will. So, na dann. Noch ein Stückchen. So, dann bauen wir die vier fertig. Gleich hier. So, die lassen wir mal fallen. Ich würde auch gerne hier einen Platzierer, Lager, nö, Holzscheitständer, den stellen wir mal daher. Hier, wunderbar. So, und dann holen wir auch hier gleich noch ein paar Bäumchen und dann bauen wir die Fundament fertig. Gute alte Fundament. So, wunderbar. Es ist so, in dem Moment, in dem wir dann versuchen werden, Wasser abzukochen, genau in dem Moment. So, genau in dem Moment werden wir Regen bekommen. Ich spüre es schon. Eingeben scharf. So, Bogen und sowas haben wir natürlich noch gar nicht. So, aber ein Steinchen, ein Stückchen. So, das ist da drin. Dann werfen wir hier auch gleich rein. So, Hölzchen, Brettchen. So, mal hier, bam, und hier, bam, hier, bam, hier, bam. Da ist es. So, fehlt noch ein Brett. Super. So, dann würde ich sagen, platzierbar. Nö, wir machen zuerst Konstruktionen. Sonstige. Säule drauf. Säule drauf. Säule drauf. Säule drauf. So, dann machen wir Säule. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. So, Säule 1. So, und dann natürlich auch ein Dach drüber. Wegen dem Regen wär's. Wegen des Regens. So. Und hier die zwei. Sehr gut, danke. Für da drüben. Yeah. So. Decke. Hier. So. 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 Und. So. So, brauchen wir einige Brettchen. Geht schon nicht mehr. Super. So, da brauchen wir jeweils drei. So, da ist alles drin. Hier vier Brettchen noch. Super. Super. So, Steinchen holen. Weil die brauchen wir ja auch, definitiv gerade am Anfang. Weil wie sollen wir sonst zu Metallen kommen? So, 1, 2, 3, super. Erste Decke drauf. Und dann kann es regnen auch, denke ich mir, oder? Genau. So machen wir das. Ein Scheibchen. So. Auf jeden Fall dann langsam zusammenräumen. Heftig, heftig. Super. Steinchen. Super. Machen wir hier gleich weiter. So, letztes Teil. So, platzierbar, sonstiges. Wir brauchen hier unten ein Lagerfeuer. Hier. Dann machen wir mal so. Dann brauchen wir hier unten platzierbar, sonstiges. Zuerst mal den hier. Hätte ich aber gleich so. Eins, zwei. Ich würde gleich drei machen.
Wobei, zuerst mal mit einem beginnen. Oh, ja, super. Geht schon los. So, dann nehmen wir gleich wieder einen Baum mit. So, wir haben hier drinnen alles mal rausnehmen. Moment, 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 Moment. So, und die zwei kann man da wieder rein. Weil die kann man da in den Stöckchenständer legen. Hier. So, wir beginnen bei Ihnen hier. Wahnsinn, oder? Oh, ich bin so froh. So, dann machen wir da gleich weiter. Ja, Entschuldigung. Wunderbar. Wie schön. So, wir machen mal den hier. Wir machen den da. Feuer! So, dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt auch gleich Feuerholz. Gerade am Anfang brauchen wir das ja. Die Steinaxt wird sich gleich verabschieden. Wenn sie sich nicht jetzt gerade eh verabschiedet hat. So, dann werden wir hier mal ernten. Bam, bam, bam. Ui. So, und hier können wir das noch reinlegen. Ja. So, dann haben wir hier ein paar Feuerholz. Moment, platzierbar, Lager, Breitchen, nö, Feuerholz hier. Genau, platzieren wir einfach mal da rein. So, da fehlt noch eins. Ein kleines Stöckchen. Schwein würde ich mir gerne gönnen gleich. Aber wir haben ja alles etwas heftiger gestellt, somit bin ich mir nicht sicher, ob wir das überleben werden. So, jetzt ist es vorbei. Dann holen wir uns hier ein Steinchen. So, und dann machen wir diesen und diesen. Kleinaxt, bam. So, super. Oh, Steinchen. Ja, brauchen wir. So, dann machen wir den hier, machen wir den hier. Na, den hier, so. So, das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. Was brauchen wir da? 10 kleine Steinchen. Die hätte ich lieber gerne für die Öfen. Gebe ich auch zu. Für die Öfen wäre das super. Hier. So, da kommt was rein. Einer da rein. Den will man da versetzen, den will ich da nicht haben. So, Steinchen, Stöckchen und so weiter. Da stellen wir da einfach näher dazu. Falscher Knopf. So. Dann würde ich sagen, noch ein bisschen Holz. Und dann legen wir los mit Steinchenabbau. Steinchenabbau. So. Da brauchen wir dann ja auch so eine wunderbare Spitzhacke. So. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So. Wir schauen gleich nach. Was brauchen wir? Gegenstände, Werkzeuge hier. Das wollen wir haben. Stock, Steinklinge, zwei Pflanzenfasern. Ja, kein Problem. An sich kein Problem. So. Ja, zerlegen, zerlegen, zerlegen. So, wir fangen hiermit an. Steinklinge. Steinklinge, ein Stück, nein, nicht fünf, ein Stückchen und jawoll, super. So, dann nehmen wir das und das, da kommt das und das. Wir legen das, ach komm. So, ein paar von denen hier, dann haben wir hier Stückchen, hier,
So, hier zusammenräumen und dann freue ich mich schon. Dann können wir nämlich die ersten Steinchen abholen. Abholen gehen. Das ist gut. So, das Lagerfeuer werden wir dann nachher woanders platzieren. Das gefällt mir dort nicht, wo es ist. So, Steinchen. So. Dann haben wir die Kiste, die werden wir auch raufbringen. So, beziehungsweise hierher, näher dazu stellen. So, wir haben das hier und dann noch zwei davon. So, wir holen uns Steinchen. Steinchen, Steinchen. Steinchen, Steinchen. So, wir fangen mit dem da an. Das sind gute Steinchen. Yeah. So, und die holen wir uns gleich. Nein, 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 nein. So, ich hoffe, wir haben keine verpasst. Mehr kann ich schon wieder nicht mehr mitnehmen. Oh, wie schade. So, was brauchen wir hier noch drin? So, 8 Feuerholz. Wahnsinn, oder? So, das würde ich aber gerne. Moment, Moment. Das würde ich gerne versetzen und das setzen wir hierher. Ja. So, dann haben wir da zwei. Der kommt raus, der kommt raus. Der kommt dann in die Kiste rein. Ja, der zweite auch so. Und wir holen uns nochmal Stein. Der kommt in die Kiste rein. Kiste rein, Kiste rein. Haben wir eigentlich noch Wasser da drin? Haben wir. So weit, da muss man so weit, so weit, so weit. So, super. Den nehmen wir auch mit. Hier. So ein Stückchen. So, dann der und der kommt da rein. Dann haben wir hier. Und bald wird's laufen. Bald wird's laufen, meine Lieben. So. Dann füllen wir da mal an. Eins, zwei und. Drei. So, mehr Steinchen holen. Na, 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 na. So, ihr überlegt bitte weiter. Wollen wir so weitermachen in dieser Art Hardcore-Version? Machen wir überhaupt eine No-Death-Challenge draus? Oder einfach nur mit diesen etwas härteren, oh, mit diesen etwas härteren Vorgaben? Ich glaube, das wäre auch witzig. Ganz wie ihr wollt. So. Dann mal den. Burn, baby, burn. So, da können wir einen noch dazu legen. So, und hier. Yeah. So, fast fertig. Fast fertig. Ja, wunderbar. Wie spät haben wir? 6 am Nachmittag. Super. Also halb 7 schon. Oh. The lame. The gute alte lame. Ja, bringt mich dazu, dass ich nachschauen will, was kostet das Trockengitter gleich? Also das Trockengestell. Sind es 10? Ja, sind 10. So, eigentlich wollten wir ja Stein holen. So, hier der Stein. Bam! So, da kann man schön spammen. Wunderbar. Na, 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 na. Oh, wie cool. Wahnsinn, oder? Ich finde das super. So, 1, 2, 3. Anzünden, yeah. Mitnehmen, mitnehmen. Reintun. Super. Noch Stöckchen. So, wir holen uns gleich nochmal Steinchen, damit wir ein bisschen einen Vorrat haben an Steinchen. So. Steinchen, es geht um Männchen, das Steinchen. Oder wir spielen bei der vorigen weiter in der vorigen Welt. Was natürlich auch eine coole Sache wäre. Da sind wir schon ziemlich weit gekommen. So, ganz wie ihr wollt. Schreibt mir eure Vorschläge. Jedes Dorf immer einmal, also jede Jahreszeit ein Dorf oder
diese Hardcore-Herausforderung weitermachen oder es gibt so viele Varianten, so viele Varianten. Oh, wie cool. So, was können wir da auch rein? Dann haben wir schon bald den ersten. Dann bauen wir uns hier noch eine Kiste. Ja, platzierbare Lagerkiste. So, da kommt eine Steinekiste rein. Eine Steinekiste rein. So, da brauchen wir ein paar Brettchen. So, wunderbar. Wunderbar. So, und jetzt holen wir uns noch einen Stein irgendwo. Irgendwo. Oh, ja. Danke. Ja, noch ein Stein, der kommt dann in das Feuer rein. Und, so. Nö, geht nicht. Viel zu wenig. Traglast. Oh, der kommt auch mit. Oh, Zwiebel. Genial. Gleich zu Beginn. So coole Sachen. So, da kommt das rein. Ist gleich fertig. So, er, da kommt das und das. So, dann können wir das hier einlagern und haben hier schon ein paar Steinchen. Yeah. Ja, das Stöckchen war wieder falsch. So, Stöckchen kommt natürlich wieder mit. Stöckchen. Wo ist das Stöckchen? Hier. Stöckchen Ständer. Oh, wie schön. Oh, Gorke! Nun müssen wir nur aufpassen. Wegen potenziell vollen Inventar. Ist da jetzt noch was drin? Mhm. So. So ist besser. So. Also, mir einfach reinschreiben. Staffel 6 weiter oder die Horror-Version. Oder wie auch immer. Beschreibt es mir. Was ihr davon haltet. Oder einfach weiter. So. So. Eigentlich könnten wir jetzt schon den ersten Eisenbarren auch schmelzen. Wir schauen mal, wie viel wir da haben. So, Moment, das kommt da rein. Ah, Stöckchen egal. Wir nehmen mal raus. Oh, wie cool. Steinchen. So, ah, passt eh. Das nehmen wir mit, dann werfen wir das. Nein. So, das und das. Kommt dann rein. So, raus. Das und das kommt da rein. Ja, und da schmilzt noch. Super. So, dann würde ich sagen, Bettchen bauen wir noch. Werkbank bauen wir noch. Werkbank. Workbench. So, und wir brauchen platzierbar Möbel im Bettchen. Bettchen. So, das stellen wir so auf. Yeah. So, da brauchen wir 6 Brettchen. Nein, Bettchen fertig. So, und hier brauchen wir 10 Brettchen. Oh, wir sind zu schnell. Ist okay. So, nö. So, dann müssen wir aber den Stockständer hier fürs Bett stellen, damit wir noch oben haben und gut zugreifen können. So, jetzt haben wir aus Fehler heraus ein wenig geschlafen. Aber ist okay. So, holen wir uns dann noch ein paar Steinchen. Vorteil ist es immer, das richtige Werkzeug zu verwenden. So. So, genau, wieder zurück. Ja, ihr schreibt es mir. Ihr könnt auch schreiben, jetzt mal ein wenig pausieren mit dem Infected. Weil wir haben echt schon viele Infected gemacht. Kann man ja auch ruhig mal sagen, oh, jetzt ist langsam genug.
Dann machen wir eine kleine Pause. So, sonstiges? Möbel? Hier. So, da brauchen wir ein paar Brettchen. So, 5 Brettchen noch. Ist fast fertig. Ein Brettchen noch, ein Stück nur. So, dann holen wir uns jetzt noch schnell einen Baum, bevor es ganz dunkel wird. Oh, ein Kürbis. Fehlen hier noch. Nur noch Nägel und hier fehlt noch ja eine Eisenbahn. Den werden wir ja bald haben. Den werden wir bald haben. So, 1, 2. Da vorne da in die Kiste können wir das. Na. Das. Yeah. So, ein Stückchen lassen wir mal da. Ja, alle fertig. Yeah. So, dann haben wir hier die 2. Raus, rein, so, und hier haben wir dann noch die 2. Hier. So. Ach komm, wir machen noch mal. Ja, ich weiß, es ist finster. Es ist finster. So. Eigentlich auch ganz gemütlich, oder? So, wir brauchen zwar nicht so viel Holz da rein, aber auch ein wenig kann man da ruhig rein tun. So, hier. Alles fürs Licht. So, während das schmilzt, holen wir nochmal Baum. Hier, hol den Baum. Wunderbar. Ach so, Wasser wollten wir auch holen. So, weil dann können wir gleich nämlich abkochen. Yeah. Das Schweinchen. So. So, fast fertig, super. So, das nehmen wir mal raus. Ein paar von denen. 1, 2, 3, 4. Yeah. Dann haben wir hier noch einen Bahn. 1, 2. Und hier auch noch ein paar Fragments. Yeah. So, das legen wir da rein. Nochmal ein paar von denen. So. So, der ist fertig. Der gute alte Amboss. Fehlen nur noch die Nägel und dann haben wir die Workbench auch erledigt. So. Und. Bam. Ja, das Schwein. Ich würde es echt gern töten, aber. Ach ja. Hier, da, Speer. Ne, da, Steinspeer. Machen wir das? Ah, später. Oder? An der Werkbank. Steinklinge, Stock, Pflanzenfasern. So, Steinklinge, ich brauche Steinklinge. Hier. Steinklinge, Stock. Ach, bald ist es soweit, bald ist es soweit. So, zuerst mal die Steinklinge, yeah. 3 Stücke. So, herstellen, bam, alle Nägel rein, an die Workbench. Nö, nicht 5,
Nein. Da haben wir ein, zwei, try, das und das. Yeah. So, wo ist das Schwein? Ich hoffe, ihr seht was. Das macht natürlich jetzt Mörder-Damage, wenn sie uns erwischt. So, alles auf einen Haufen, super. Das hier essen. Dann könnte man sagen, da hier sowieso noch Feuer brennt. So, so und so. So, und jetzt holen wir uns nochmal Wasser. Das wäre der erste Tag. So, meine Lieben. Ihr sagt mir bitte, wie ihr es gerne weiter hättet. Oder wir starten im neuen Jahr sowieso ganz normal und schauen, was für ein neues Update kommt. Das würde ich noch machen. So. So, meine Lieben. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, auch immer für euer liebes, tolles Feedback. Freue ich mich immer sehr. So, sagt mir, wie ihr es haben wollt. Ich bin dabei. Bis dann. Tschüss.